Manuel Akanji von Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund muss sich entgegen vorheriger Befürchtungen keiner Operation an der Hüfte unterziehen. Der 23-Jährige wird nach Vereinsangaben konservativ behandelt und soll dem BVB noch im Frühjahr wieder zur Verfügung stehen. Der Schweizer Nationalspieler hatte sich Mitte Dezember im Bundesligaspiel bei Fortuna Düsseldorf 1:2 verletzt und war zur Vorbereitung auf die Rückrunde nicht mit der Mannschaft ins Trainingslager im spanischen Marbella geflogen. Beim Innenverteidiger war ein Muskelfaserriss diagnostiziert worden. Akanji fehlt beim BVB-Auswärtsspiel in Leipzig zum Rückrundenauftakt. Treten die Dortmunder am kommenden Samstag, 18.30 Uhr im Live-Ticker, bei RB Leipzig an. Erlebe die Bundesliga-Highlights auf der ZN. Hol dir jetzt deinen Gratis-Monat. Akanji wechselte vor einem Jahr für rund 22 Millionen Euro vom FC Basel zu den Schwarz-Gelben und hat sich mittlerweile als Stammspieler etabliert.